Hallo liebe YouTuber, ich habe ein neues Haustier, einen wunderschönen Hasen, der hätte gern ein tolles Zuhause. Und wie wir dem ein schönes Zuhause bauen, weil der ist ja schon hübsch, aber der kann noch hübscher werden, noch viel hübscher. Und wie wir dem ein schönes Zuhause bauen, das zeige ich im heutigen Video, so Schritt für Schritt, wie das geht. Aber vorher muss ich euch noch was anderes zeigen. Bleibt mal dran. Also die Hasen sind los. Man sieht, hier sind ganz viele Hasen. Und was ich euch unbedingt noch mal zeigen muss, das ist echt der Knaller. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Azalee gesehen habt. Ich glaube, ich habe sie noch nicht gesehen. Und ja, wir filmen heute, ist jetzt Montag vor dem Weltfrauentag. Also diese Azalee, die geht an eine Dame zum Weltfrauentag. Und ich hatte noch keinen Abnehmer, aber ich musste sie nehmen, weil ich finde, sie ist ja echt der Knaller. Ja, ich habe sowas selten gesehen, dass so eine riesen Blütenpracht in dieser Azalee drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich finde es Wahnsinn. Ja, und nur so zum Vergleich dazu. Die lasse ich mal hier schön als Hintergrund stehen. Wie gesagt, die geht morgen früh raus. Im Vergleich dazu. Das ist jetzt eine normale. Ja, eine normale. Und ich glaube, die andere, die hat so, naja, vielleicht achtmal so groß. Keine Ahnung. Und Azaleen sind ja auch schön. Die haben 50 Tage Blütenfreude. Und um eine schöne Kulisse für das Video zu zeigen, habe ich einfach in meine die Seegraskörbe, die haben ja einige von euch auch schon bestellt, sind immer noch bestellbar. Fragt einfach an. Und da habe ich jetzt einfach ein bisschen Trockensteckmasse reingemacht und habe diese Azaleen schlicht und ergreifend hier nur draufgestellt. Und schon ist der Korb toll dekoriert für 50 Tage. Azaleen sollte man tunken. Ja, ich würde jetzt nicht gießen, sondern einfach tauchen, Wasser ablaufen lassen und hier wieder reinstellen. Vielleicht so einen Untersetzer rein. Und dann ist das doch eine wunderschöne Geschichte. Aber es geht heute nicht um Azaleen, aber ich komme nicht dran vorbei, gewisse Sachen zu zeigen und auch ein paar Pflegetipps zu zeigen. Es geht heute eigentlich um ein neues Zuhause für unseren schönen Hasen, für unseren Großen. Ja, und ich habe das letzte Mal auch schon Kränze gezeigt. Das ist jetzt ein Kranz, den haben wir auch schon ein paar Mal nachgemacht. Ein Kranz mit Moos und mit Buchs. Und hier ist noch Spinosa, also dieses schöne Gehölz drüber. Der ist auf einen Strohrömer gewickelt. Ja, man sieht hier guckt der Strohrömer noch durch und die Drähte. Und was Ähnliches in der Anmutung habe ich mir auch für den Hasen gedacht. Und so, jetzt stelle ich den mal wieder weg, weil ich fände es eigentlich sehr schön, wenn, Moment, tue ich das erstmal hier weg. So, ich fände es also sehr schön, wenn der Hase eine schöne Grünumrandung hätte. Ja, genau, wenn man einmal mit Moos arbeitet, hat man das ganze Moos natürlich schon an sich. So, die Basis, man braucht hierfür Aludraht. Ja, ist ganz wichtig. Und, Moment, ich hole gerade noch was dazu, kleinen Augenblick. Und ich brauche Aludraht und Wickeldraht. Ja, Drähte sind wie immer ganz wichtig. Ich erzähle euch immer wieder von Drähten. Früher habe ich nie gedacht, dass in der Floristik so viel Drähte gebraucht werden. Und ich zeige euch jetzt mal so ein kleines Kränzchen, wie man das wickelt. Und für den Hasen hier, für meinen Süßen, hätte ich gern die große Version. Einige von euch fragen ja auch immer, ob ich sowas verschicke. Ja, ich verschicke auch meine Hasen. Ich habe auch hier kleine Hasen, große Hasen. Die verschicke ich auch. Ich habe auch schon, ja, ich habe auch schon quer durch ganz Deutschland und in die Schweiz und sonst wohin auch einiges verschickt. Und die Sachen halten ja. Und das ist auch das Schöne. So, dann braucht man wieder mal Moos, weil ohne Moos ist nichts los. Und dann brauche ich auch, genau, dazu muss ich jetzt hier meinen Buchs holen. Ich brauche Moos, ich brauche Buchs. Ich tue die Kiste gleich wieder weg. So, ich nehme einfach so eine Rolle von dem Moos. Kommt die Box weg. Das ist übrigens auch, wenn man das Moos in solchen, ja, ich habe das jetzt im Großmarkt so geholt, aber in solchen Locken, quasi in solchen Päckchen, ja, lagert, dann hält es eigentlich recht gut. Ja, weil das ist immer das Problem, dass Moos sonst
Ja, leider auch oft wirklich schimmelt, ja, wenn man das lagert, und das ist total schade. Von dem Buchs schneide ich jetzt einfach kurze Stückchen, bisschen Fleißarbeit. So, und man sieht, also ich habe dann wirklich nur noch so einen kleinen Stiel übrig. Und das ist jetzt natürlich so ein, ich versuche immer, wenn das so buschig ist, das hier so zu schneiden, dass ich so ein Stückchen möglichst, wenn es geht, mit einem buschigen Ende habe. Ja, es gelingt nicht immer. Aber ich versuche das immer so aufzuteilen. Das heißt also nicht als erstes nur die Spitzen nehmen, sondern wirklich versuchen, dass man so ein Stiel möglichst ergiebig schneidet. Das erfordert oft ein bisschen Übung, dass man sieht, weil jetzt mit sowas Störrischem kann ich nichts mehr anfangen. Erfordert ein bisschen Übung, das möglichst ökonomisch aufzuteilen. Das ist ja unser Ziel, ja, mit den gegebenen Dingen möglichst viel zu erreichen. Und da sehe ich immer wieder, hier ist zum Beispiel auch, ich zeige das jetzt nochmal an so einem Stiel, ja. Hier habe ich jetzt ein Stück Grün, das hier länger raussteht. Und dann nehme ich, da schneide ich das längere raus. Und dann schneide ich hier nochmal ab und habe dadurch auch aus diesem Stiel wieder zwei Stückchen bekommen. Ja, und wenn man dann mal wickelt, dann weiß man auch, warum das so wichtig ist, dass die Stückchen genau passend abgeteilt sind. Weil das muss alles vorbereitet sein. So, jetzt höre ich da nochmal auf zu schnibbeln, weil ich möchte euch eigentlich dieses Wickeln nur an dem kleineren Stück zeigen. Das dauert nämlich sonst viel zu lang fürs Video. Wir haben jetzt also mal unsere Stückchen. Den Rest tue ich wieder in meinen Beutel. Der Buchs, der jetzt hier in dem Beutel ist, der sollte möglichst draußen gelagert sein. Ja? Also draußen, wo es nachts schön feucht und kühl ist, gern auch ein bisschen Frost drüber geht. Aber das sollte auf jeden Fall nicht drin sein, weil wenn man das drin lassen würde, dann wird der Buchs ziemlich schnell kaputt gehen und trocken werden. Und dann kann man den eigentlich nicht mehr verwenden. Also der bleibt richtig knackig, wenn der draußen ist. Ganz viele Sachen ist immer gut, wenn man die draußen lagert, auch Zweige. So, jetzt nehme ich meinen Wickeldraht und mache schon mal so einen kleinen Moospöppel, wickle ich da drauf. Sonst habe ich ja keinen Anfang. Verdrehe meinen Draht und fange dann an, meine Buchszweige. Lege ich links und rechts, lege ich neben das Moos. Das Moos ist die Mitte. Und dann lege ich den Buchs hier drüber. Nehme wieder ein Stück Moos. Wickel einmal über das Moos drüber. Leg wieder links und rechts Buchs an. Erfordert ein bisschen Fingerfertigkeit. So. Und ich nehme bewusst so einen Wickeldraht. Weil die Kollegin hat jetzt vorhin auch was gewickelt mit diesem Myrtendraht. War so der Fall, der ist dann einfach, der ist ja immer wieder abgerissen, und sie hat gesagt, sie hat gemeint, also sie kann dann überhaupt nicht richtig mal ziehen und es festwickeln. Und gelingt mit diesem Wickeldraht viel besser, weil er einfach viel mehr Stabilität hat. Und ja, und so ist, also Buchs ist ja was Wunderschönes, Österliches. Vielleicht haben manche von euch noch Buchs selber im Garten, der noch nicht vom Zünsler aufgefressen wurde. Das ist ja leider so die Plage unserer Zeit. Aber kleiner Tipp von mir: Die Leute, die noch Buchs haben oder die, naja, oder die Nase voll haben, es gibt eine sehr schöne Ilex-Sorte mit runden Blättern, und der lässt sich sehr schön als Buchsersatz, ist der sehr dekorativ, ist leider auch nicht billig, aber schöne Sachen sind halt nicht immer billig. Und den kann man dann ganz toll, wenn man diese Anmutung von den Buchsen so gern hat, dann kann man das natürlich ganz toll so machen. Ja, also ihr seht jetzt, man legt den Buchs an, also Buchs anlegen, dann wieder ein Stück Moos in die Mitte drauf, dann wieder den Buchs links und rechts. Ist also, wickeln ist Fleißarbeit. Viele wundern sich, warum handgewickelte Girlanden so viel Geld kosten. Ich glaube, wer das mal selbst gemacht hat, der weiß, warum das Geld kostet, weil er weiß einfach, dass da unheimlich viel Material reingeht und dass es wirklich, wirklich Arbeit ist.
Und wenn man dann diese, das Schöne ist jetzt, jetzt haben wir ja den doppelten Aludraht drin, ja. Und wenn man dann also den, ja, im Grunde genommen gewickelt hat, wickeln weiter, ja, dann kann man im Ende, hier habe ich auch so eine kleine Öse gelassen, ja, dann kann man im Ende sogar den Draht wieder einhaken. Und wenn man dann so fleißig war, dass man das alles gewickelt hat, und jetzt kommt mein kleiner Trick, dass ihr nicht so lange warten müsst, bis ich die Arbeit fertig habe. Ich habe nämlich heute, so, wir waren heute schon fleißig und haben dann diesen schönen Buchskranz, was ich jetzt im Kleinen gezeigt habe, im Großen schon gemacht. So, ich räume mal das Moos weg, sonst haben wir so viel Zeug auf dem Tisch. Moos macht ja auch Dreck. So, und unser schöner Hasi, ja, kurze Info, wer ihn gern haben möchte, kurze Info, wir versenden ihn also auch, 48 Euro plus Porto. Und den Kleinen gibt's auch. Ich habe aber die Schildchen weggedreht. Ich habe das nicht das ganze Video vorne gelassen. Das ist jetzt mal so die Info. Die gibt's also auch per Post, falls ihr das wollt. Ja? Und schreibe ich auch nochmal rein. Ja, und dass unser süßer Hase jetzt ein Zuhause hat, vielleicht auf ein schönes Holzbrett, ja, oder auf dem Tisch, kann man diesen Hasen jetzt in den Buchskranz setzen. Auch hier habe ich eine Öse gelassen in dem Kranz und kommen auch, Moment, ich ziehe das mal für die Kamera nochmal, und hier ist das andere Ende vom Aludraht. Ich habe einen 2 mm Aludraht genommen. Ich hänge einfach das, ja, die Öse hier ein, drehe den Aludraht hier zu und fertig ist, genau, dann kann ich an. Fertig ist eigentlich schon mein Kranz. Auch den Kranz, den hat jetzt, wir wickeln den eigentlich schon zum, naja, ich glaube, zum dritten Mal, weil den hat auch eine Kundin, hat den natürlich samt Hasen gekauft. Ja, und fertig ist eigentlich schon mein neues österliches Haustier mit zu Hause. Das war jetzt eigentlich schon der ganze, ja, das Video. Das war jetzt also wirklich dieser schöne Buchskranz als tolle natürliche Dekoration. Und man braucht eigentlich nur Moos und Buchs und Aludraht und Wickeldraht. Ja, es sind 4 Zutaten. Mehr braucht man nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich auch freuen, ob ihr erzählt, ob ihr das nachmacht, ob ihr so ein Material habt, so ein schönes. Und also Buchs eignet sich viel mehr als Efeu, weil Efeu wird doch schneller gelb. Und im nächsten Video, ihr könnt euch drauf freuen, da werde ich dann den kleinen Hasen auch ein neues Zuhause geben. Auch da habe ich mir was anderes noch ausgedacht. Heute war es mal der Große. Und ja, Schritt für Schritt muss ja immer noch Aussichten geben für die nächste Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch eine gute Zeit. Ich wünsche alles Gute und sag einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss von eurer Margit.